Jurassic World Dominion wurde uns angekündigt als das große epische Finale. Diesmal begeben wir uns auf eine globale Reise und sehen eine Welt, die mit Dinosauriern zurechtkommen muss. Wir als Menschen haben jetzt die Verantwortung, mit diesen Tieren zu koexistieren. Und am Ende war es ein Film, in dem Laura Dern und Sam Neill herausfinden, wo diese riesen Heuschrecken herkommen. Befassen wir uns aber mit dem Gedanken mal ein bisschen mehr, warum Louis Dutchson wirklich auf die Idee gekommen ist, diese Heuschrecken zu schaffen und warum das alles aus filmischer Sicht, rein aus filmischer Sicht, verdammt viel Sinn macht und doch sehr clever ist, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß. Reden wir uns ja erstmal den Plan von Louis Dutchson nicht wirklich schön. Der ist einfach dumm. Wir haben hier eine einzige Firma, die noch dazu in der Lage ist, mit Genforschung Dinosaurier zu erschaffen, auch andere Tiere wahrscheinlich zu manipulieren. Und dann bekommen wir so große Heuschrecken und die fressen nur Felder ab, die eben nicht von dieser Firma bestellt sind. Ja, Louis Dutchson mag kein Mastermind in Sachen kriminelle Machenschaften geben. Auch die Idee, ja, die Tiere, die können ja anscheinend nicht sterben, was Dr. Henry Wu ihm kurz vorher noch erzählt hat. Und seine Reaktion darauf ist, ja, verbrennen wir die einfach mal. Naja, das Resultat war dann eben, dass wir brennende Heuschrecken hatten, die Biosyn Valley komplett in Brand setzen. Allerdings habe ich mir vor ein paar Tagen aufgrund einer Recherche zu einem Video, das bald noch kommt, die Timeline geht bald noch weiter, keine Angst. Wenn du es noch nicht gesehen hast, ich habe ein Timeline-Video gemacht von Sekunde 1 an bis Jurassic World Dominion, habe ich die kompletten Jahreszeiten für euch zusammengefasst und eben besprochen. Das Video habe ich dir jetzt mal da oben verlinkt. Kannst du gerne mal reinschauen. Part 2 wird auch bald nachkommen. Auf jeden Fall bin ich hierbei auf die Szene gestoßen, in der Dr. Ian Malcolm in Jurassic World 2 bereits ein Foreshadowing auf das Ganze macht, was da wirklich passiert. Und wenn man weiß, was in Jurassic World passiert, dann beschert einem diese Aussage von Dr. Ian Malcolm doch so ein bisschen Gänsehaut. Was ich meine ist, dass wir zwar im letzten Jahrhundert richtungsweisende technologische Macht angehäuft haben, uns allerdings immer wieder als unfähig erwiesen haben, diese Macht verantwortlich zu nutzen. Ja, er ist zu wenig im zweiten Film mit dabei. Ey, dafür haben wir eine Entschädigung bekommen in Jurassic World Dominion. Ich hätte ihn lieber mit seinem coolen Bart gesehen. Ich fand das irgendwie ganz cool zu sehen, dass Dr. Ian Malcolm auch seinen Style so ein bisschen verändert hat. Und in Jurassic World Dominion sah er wieder genauso aus wie der alte Charakter. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Darum geht es aber auch nicht in dem Video. Es geht darum, warum machen die Heuschrecken rein aus filmischer Sicht wirklich Sinn. Im Roman von Michael Crichton wird bereits öfter angesprochen, dass man eben diese Biotechnologie nicht nur dazu benutzt, Dinosaurier herzustellen. John Hammond und Ingen sind die einzigen, die das eine ganze Zeit lang können. In den Büchern wollen auf jeden Fall mehr Firmen irgendwie Ingen infiltrieren, um eben an diese Technologie heranzukommen, Dinosaurier zu erschaffen. Biosyn natürlich auch ganz vorne mit dabei. Hier wird aber dennoch immer wieder angesprochen, dass man auch das Wetter damit kontrollieren kann, wie das mit Biotechnologie funktionieren soll. Keine Ahnung, vielleicht hat man irgendwelche Vögel manipuliert, dass die, sobald sie im Himmel ihren Kot ablassen, Gewitterwolken erschaffen, ich weiß es nicht. Es wird davon gesprochen, dass Menschen eine künstliche Eiszeit herbeirufen könnten, quasi das Wetter beeinflussen könnten, damit wir immer schöne Sommer und immer schöne Winter hätten, wäre ja eigentlich ganz cool oder eben auch nicht. Da könnte man jetzt hier eine Debatte in den Kommentaren starten. Es wird auch im Buch davon gesprochen, dass sich Menschen neue Hautzellen implantieren können, damit sie immer nach ihrem Lieblingsduft riechen, was natürlich für die Parfümindustrie ziemlich scheiße wäre. Aber wenn ihr nur die ersten 5 oder 10 Seiten von Jurassic Park, dem Buch, lest, merkt ihr schon, dass Michael Crichton wirklich nicht nur den Gedanken Dinosaurier beim Schreiben hatte, sondern den gesamten Gedankengang, was wäre, wenn der Mensch wirklich in der Lage wäre, mit Biotechnologie herumzufriemeln oder herumzuexperimentieren. Und Dr. Ian Malcolm spricht in Jurassic World Fallen Kingdom, also im zweiten Teil der Jurassic World Trilogie, eine folgenschwere Warnung aus, die später in Jurassic World Dominion wirklich eintreffen sollte. Wer hätte vor 80 Jahren die Flut von Atomwaffen ahnen können? Und doch haben wir sie. Und jetzt haben wir die Macht der Gentechnik. Also wie lange dauert es, bis sie sich auf der ganzen Welt verbreitet? Und was werden wir dann damit anstellen? Es endet ja kaum mit der Wiedererweckung der Dinosaurier. Erstmal hält er vor einem versammelten Rat der Menschheiten, gerade eben der Wissenschaft, vor, dass man immer wieder Dinge macht, ohne sich wirklich über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Als Beispiel bringt er zum Beispiel die Atomenergie, wo er auch sagt, naja, wir haben uns nie Gedanken darüber gemacht, was denn die Konsequenzen werden, aber jetzt haben wir sie, auch in Form von Atomwaffen. Und dann fällt der folgenschwerende Satz, dieser Wahnsinn wird ja wohl kaum mit der Erschaffung der Dinosaurier enden. Und genau das ist doch das, was wir in Jurassic World Dominion sehen. Es geht hier nicht mehr um die Dinosaurier an sich. Ein riesiger Kritikpunkt, den auch ich nachvollziehen kann, aber es geht hier genau um diesen Satz von Dr. Ian Malcolm.
Der Wahnsinn mit der Biotechnologie endet auch in den Filmen nicht mit Dinosauriern. Inzwischen gehen sie schon so weit, dass sie auf unserem Planeten lebende Tiere, in dem Fall eben Heuschrecken, genmanipulieren und die für wirtschaftliche Zwecke benutzen. Louis Dutchson, so doof der Plan auch sein mag, versucht mit einer Heuschreckenplage, die er ganz gezielt kontrollieren kann, die länger lebt, die nicht getötet werden kann, Felder abzufressen. An sich kann man auch sagen, ey, im Endeffekt ist das auch scheißegal, sogar wenn die Regierung dahinter kommen würde, dass Biosyn dafür verantwortlich ist, was würde am Endeffekt passieren? Louis Dutchson hätte die komplette Kontrolle über diese Insekten. Das heißt, vielleicht hat er auch so ein bisschen darauf gepokert, dass ihm die Welt zu Füßen liegen muss, weil er eben einfach der Herr der Lage ist. Ich finde, dass die Heuschrecken aus filmischer Sicht wirklich eigentlich eine ziemlich geile Idee sind, weil das nicht nur auch auf das eingeht, was wir in den Büchern erklärt bekommen, sondern auch genau auf das, was Dr. Ian Malcolm uns schon von Anfang an sagen wollte: Hört auf mit der Scheiße, wir haben keine Kontrolle über sowas. Auch das sehen wir wieder in Jurassic World Dominion. Der Wahnsinn endet nicht mit der Erschaffung der Dinosaurier. Er geht weiter bis hin zur Manipulation, in diesem Fall von Heuschrecken, und auch das geht wieder in die Hose, weil die Natur lässt sich nicht einschränken. Das Leben findet immer einen Weg. Und jetzt auch an alle, die, wie ich, mit den Jurassic World Filmen nicht so ganz warm geworden sind, wenn ihr euch die Filme nochmal anschaut und achtet mal wirklich auf diese Hinweise, die immer wieder so ein bisschen verstreut werden, die uns dann doch darauf vorbereiten, dass eine noch größere Katastrophe als die der Saurier oder als die, dass die Saurier ausbrechen können, uns bevorsteht. Dann sind die Heuschrecken gar nicht mal mehr so dramatisch. Ich gebe euch allen vollkommen recht, die sagen, nee, ich wollte Dinosaurier sehen, die Heuschrecken hatten eine viel zu große Rolle in dem Film. Aber eigentlich müsste man sich hinsetzen und sagen, Hut ab Universal, dass ihr wirklich versucht habt, etwas anders zu machen. Und Hut ab, dass es ein kleines Foreshadowing schon gegeben hat, bevor wir alle überhaupt wussten, was uns später erwartet. Schreib mir jetzt mal deine Meinung in die Kommentare. Siehst du das genauso wie ich? Meinst du auch, dass dieser Monolog von Dr. Ian Malcolm das ganze Heuschreckenthema so ein bisschen besser dastehen lässt? Oder bist du immer noch der Meinung, dass das alles kompletter Quatsch ist? Ich freue mich auf unsere Diskussion und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.